Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 413. Mein Name ist René, außerdem mit dabei Frau Patricia. Hallo. Der Herr Marvin. Gute. Und der Duke. Ja, servus, hallo. Basti lässt sich entschuldigen, der ist heute beim Fußballspielen und Frau Alex ist noch so total erschöpft von zweimal Podcasten hintereinander, dass sie diese Woche auch wieder nicht dabei sein kann, aber vielleicht besteht eine leichte Chance, dass sie in der nächsten Woche mit dabei sein kann. Wieder. So, wir wollen jetzt als allererstes mit ein bisschen Housekeeping anfangen. Und zwar möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken bei all denen, die uns hier finanziell unterstützen. Das ist tatsächlich jetzt der Oktober bislang der zweitstärkste Monat, was so Unterstützung von euch da draußen in diesem Jahr angeht. Ganz, ganz großartig und exemplarisch ziehe ich ja immer die Leute raus, die so ganz große Geschichten hier am Laufen haben, was so Spenden und Unterstützung angeht. Und da haben wir diese Woche zwei, nämlich einmal den Till und einmal den Jörg, die da mit einer gar wunderbaren Summe um die Ecke kam. Von daher stellvertretend für alle anderen vielen, vielen Dank an euch da draußen. Ja, Dankeschön. Und eine kleine Hausaufgabe für euch da draußen. Der liebe Marvin hat, das ist ja total unabgesprochen, auf YouTube geschrieben, dass das Wort im Endeffekt oder Endeffekt das nächste Wort ist, was er sich abgewöhnen will. Macht doch einfach mal eine Strichliste, wie oft der Marvin das heute sagt und schickt ihm das im Nachhinein. Nee, nicht im Endeffekt, oder? War das im Endeffekt? Ich glaube nicht. Tatsächlich war das, glaube ich. Wir gucken mal. Wir gucken. Ja, ich habe so viele Worte. Tatsächlich war das alte Wort, oder? Tatsächlich war das alte. Das nächste war Endeffekt. Ja, es ist schlimm. Es ist nicht einfach. Ich versuche beides zu vermeiden jetzt, ihr Dreckschweine. Ja, im Endeffekt wirst du das wahrscheinlich auch tun, ja? Ja, I try. I try, genau. Im Endeffekt, vollkommen im Endeffekt, richtig. Genau. Das habe ich mir doch richtig gemerkt. Sehr gut. Sehr gut. Genau. So, und dann haben wir auch noch weiterhin ein bisschen Housekeeping. Wir haben nämlich noch Feedback bekommen zur letzten Sendung, wo wir ja über die Thematik mit Hübner und einem potenziellen Nachfolger aus den eigenen Reihen, dem Sebastian Zelikowski, gesprochen haben. Und da hat uns der Heiko ebenfalls in den Kommentaren auf YouTube, und ich glaube, bei Twitter kam nochmal ein anderer Hinweis, aber der Heiko hatte uns dort nochmal den Link zu dem Artikel geschickt, dass es ja jetzt seit diesem Jahr einen tatsächlichen Manager-Ausbildung, Manager-Lehrgang vom DFL gibt, wo unter anderem Freddy Bobic, Max Eberl und ich glaube tatsächlich auch der Herr Salihamidžić mitgewirkt haben, dieses Ding zu entwickeln. Und ja, da sollen 12 Teilnehmer benannt worden sein oder benannt werden von den Vereinen. Und der Sebastian Zelikowski ist tatsächlich einer dieser Teilnehmer. Also so viel dann zu dem Thema, da rutscht jemand auf den Posten, der wenig bis keine Erfahrung in diesem Gebiet hat. Also er kriegt zumindest eine Qualifizierung in die Richtung, die auch nicht so gerade ganz unteres Level zu sein scheint. Also von daher fachlich zumindest geht das in die richtige Richtung. Der angemerkte Punkt, dass der ja auf das gleiche Postfach oder Telefonbuch zurückgreift wie Herr Bobic, bleibt halt nach wie vor. Ich glaube, das war ja auch so unser Hauptkritikpunkt. Ja, aber der Vollständigkeit halber nochmal hier als Ergänzung und vielen Dank an Heiko für den Link, den er uns geschickt hat. Dankeschön, ja. Und jetzt lasst uns über aktuelles Fußballgeschehen sprechen. Wollen wir jetzt lieber über die Champions League-Spiele sprechen, die gerade laufen, oder sprechen wir tatsächlich über diese 5 Tore, die wir am Wochenende gegen die Bayern kassiert haben? Du merkst, keiner will über das Spiel. Keiner will über das Spiel. Also ja, aber wir kommen ja nicht drum rum. Also kurze Info vor dem Anstoß war, dass Abraham verletzt ausfällt und dafür Tuta in den Kader rückt. Ja, und ich sag mal so, in den ersten Minuten sah es noch irgendwie ganz vielversprechend aus, aber dann hast du halt schon gemerkt, dass die Bayern, auch wenn sie mit, ja, gefühlt irgendwie nur im zweiten Gang fahren, viel mehr individuelle Qualität haben und uns da so ein bisschen den Rang abgelaufen haben. Wobei ich auch anmerken muss, dass ich gerade beim 1-0 und auch beim 3-0 fand, dass man denen da einfach viel zu viel Platz gelassen hat. Also so richtig einstellungstechnisch, wobei Einstellung ist vielleicht das Falsche, aber du hast halt schon gemerkt, das ist so ein Alles-kann-nichts-muss-Spiel und so richtig motiviert schienen wir da auch nicht zu sein. Also war zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, Marvin, ihr habt es ja live
kommentiert, außer den 5 Minuten, wo du diese Kokosnuss da zersägt hast. Wie war denn so dein Eindruck von dem Spiel? Tatsächlich war das Beste, was ich gemacht habe, diese Kokosnuss zu zermalmen, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Eintracht war in den ersten paar Minuten wirklich gar nicht so schlecht. Also schon versucht mitzuspielen, aber du merkst halt, dass der Klassenunterschied einfach immens ist. Und am Ende musst du ja tatsächlich sagen, du bist halt eine von vielen Mannschaften, die Bayern Dinge probiert, die gelingen nicht und dann scheitert es halt. Also ich will jetzt gar nicht zu krass den Stab über der Mannschaft brechen. Ich finde das Ergebnis viel zu hoch und das ärgert mich, ja, dass du es halt mal wieder nicht geschafft hast, in München zu bestehen, finde ich dagegen jetzt nicht komplett problematisch. Ich muss eher sagen, ich nehme das Spiel leider doch wieder aus der Wertung. Das ist so ein bisschen das, womit ich mich jetzt die letzten Tage beschäftigt habe, um jetzt irgendwie klarzukommen, weil sie haben schon versucht ranzugehen, aber sie haben tatsächlich auch überhaupt keine Chancen kreiert. Bei der Eintracht war zu wenig auch nach vorne und hinten ist natürlich auch klar, dass dann öfter mal was passieren kann. Im Endeffekt hat es da insgesamt gefehlt, aber es ist halt auch ein übermächtiger Gegner und das ist halt leider genau das. Und es greifen viele Erklärungen und viele Entschuldigungen, aber ich würde der Mannschaft jetzt nicht irgendwie absprechen, dass sie es nicht probiert haben. Ja, das ja, Patricia, also, willst du erst oder soll ich? Ja, nee, mach du erst. Ich kann es eigentlich recht kurz machen, weil ich habe ja das Community Management bei Fußball 2000 gemacht und daher dann auch nur so mit einem Auge geguckt immer mal wieder, weil im Chat ja doch recht viel los war. Daher aber, was ich gesehen habe, deckt sich eigentlich schon fast mit dem, was Marvin gesagt hat. Also ich finde das Ergebnis letztendlich auch vielleicht einen Tick zu hoch. Also weiß nicht, so ein 3-0 oder so hätte es auch getan. Ja, die Bayern haben dann doch weniger rotiert, als ich oder auch wir erwartet haben letzte Woche noch. Ja. Und die Tore sind halt zu leicht gefallen. Also das ist so mein größtes Ärgernis, dass man sich da halt recht leicht die Tore eingefangen hat, was nicht hätte sein müssen. Dann wäre das Spiel vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders verlaufen. Jetzt nicht, dass die Eintracht gewonnen hätte, aber vom Ergebnis her, ja, ansonsten, mir hat das Mittelfeld halt gar nicht gefallen mit Rode, Ilsanker. Also ich glaube, mittlerweile habe sogar ich die Schnauze davon voll und ich habe letzte Woche ja noch gesagt, ja, vielleicht machen wir es doch so, weil da ist ja Stabilität da, aber mittlerweile sehe ich da nicht mehr so den Nutzen drin. Also mein Argument dafür ist ja, man hat Stabilität hinten, aber das ist dann doch echt zu destruktiv und letztendlich hindert das sogar das Aufbauspiel so ein bisschen. Und ich glaube, es lohnt sich einfach nicht mehr. Also ob du da jetzt ein So oder weiß ich nicht, meinetwegen auch Barkok oder wen auch immer damit dazu stellst, es macht, glaube ich, nicht so viel Unterschied, weil Ilsanker jetzt auch nicht so der Sicherheitsfaktor war. Ja, das sind, glaube ich, so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Ilsanker war tatsächlich der mich auch noch so mit am meisten geärgert hat, war gerade zum Beispiel beim 1-0. Ich habe mir das in der Wiederholung noch angeguckt. Er läuft ja quasi hinter Lewandowski her. Ja. Du siehst links davon Hasebe, rechts hinter Egger, die aber ja nur auf den ballführenden Spieler gucken und sich drauf verlassen. Die wissen zwar mit Sicherheit, dass im Rücken da ein Lewandowski ankommt, aber die verlassen sich halt drauf, dass einer den deckt. Und auf einmal hört Ilsanker auf zu laufen und guckt einfach zu, wie die drei da laufen. Denke ich auch so, Junge, das ist nicht deine Aufgabe. Dann lauf halt hinter ihm her und steh ihm auf den Füßen, aber lass den da nicht alleine laufen. Weil gerade bei dem Spieler muss dir eigentlich klar sein, wenn der auch nur den Mühe einer Chance hat, dann ist der Ball drin. Ja. Ja, geh ich voll mit. Also René, ich will es mir abgewöhnen, Einzelkritik zu üben, aber ich muss sagen, Ilsanker hat mich mega aufgeregt. Die Szene, auch in der Situation, weil du weißt, ein Tuta, der frisch so kurzfristig reinrotiert ist, klar, hätte auch reinrücken müssen, hatte auch jetzt nicht das beste Spiel da erwischt, aber gegen die Bayern, da siehst du normalerweise ja immer nicht unbedingt gut aus. Dementsprechend die ganze Mannschaft, kannst ja durchgehen, da sind viele, die sicherlich keine Top-Note hier verdient haben. Ilsanker da aber besonders schlecht, auch bei dem, ich weiß gar nicht, welches Tor das war, 2-0, wo er dann das Kopfballduell, klar, gegen Lewandowski. Das 2-0 war der Kopfball die Ecke, ja. Ja, du kannst ein Kopfballduell verlieren, aber das ist auch wieder so halb, ja, so herzlos, so mutlos irgendwie mit. Und ach, naja, habe ich halt das Kopfballduell verloren, egal. Noch schlimmer fand ich die Szene dann in der zweiten Halbzeit, wo er gegen Sané steht, so diese typische Robbenbewegung von ihm dann kommt und im Endeffekt eigentlich in Ilsanker Spalier läuft, überhaupt nicht hingehst. Also so dieser Biss und dieses
ja, wir probieren hier ein bisschen gegen die Bayern, hat man in den ersten fünf Minuten vielleicht gesehen oder ersten 10 Minuten vielleicht auch, hat aber dann ja total nachgelassen. Es war ja dann wieder dieses, wir spielen kurz mit. Marvin, du hast schon gesagt, klar, man hat krass gemerkt, die spielerische Klasse ist an mancher Stelle wirklich enorm der Unterschied gewesen. Auch Lewandowski hat einen Zuckertag mit einfach, dass er auch von den Chancen, die er hatte, klar, er kam auch relativ frei an die Bälle oder war relativ ungestört, hat es natürlich auch astrein gemacht. Ne? Das ist natürlich jetzt auch das Tor von Sané ist natürlich sowas, wo du sagst, okay, wenn er nicht angegriffen wird, klar, gehen da die Bälle auch rein, aber die haben es natürlich sehr effizient gemacht. Deshalb das Ergebnis generell 5-0, ja, also geht mir auch auf den Säckel, aber es ist natürlich schon so, dass man sagen muss, die spielerische Klasse von Bayern war eindeutig so hoch, dass wir nicht mithalten konnten und wir haben es aber auch nicht gepackt, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr zu ärgern. Und da fand ich bildlich oder ideal als Person im Ilsanker, der wirklich so an so vielen Stellen dann immer mal einen Schritt zu spät war oder immer dieses, habe ich es wieder nicht geschafft und ging mir einfach auf die Nerven. Ich will jetzt gar nicht mich auf Ilsanker schon wieder einschießen, hat mich aber einfach geärgert, weil so die ganze Mannschaft natürlich dann auch so dieses, ich will unbedingt gegen die Bayern was reißen, hat so ein bisschen gefehlt, denke ich, aber das war bei euch ja wahrscheinlich dann auch so aus euren Erklärungen, was ihr gemacht habt. René, bei dir, du ja sicherlich dann, hast du auch am Fernseher komplett geschaut oder wie hast du es denn miterlebt? Am Fernseher nicht ganz komplett geschaut, ich habe in der 85. Minute nach dem Sané-Tor habe ich mir dann gedacht, so ja, komm, das Thema ist jetzt halt auch durch. Das 5-0 habe ich mir dann tatsächlich erst in der Wiederholung angesehen. Nee, ich habe ausgemacht nachdem, und das war die Szene, die aus meiner Sicht das Spiel am besten beschreibt, dieser Rückpass von Saar und Dost stört quasi Neuer und er schafft es halt trotzdem noch, diesen Ball von der Linie zu kratzen. Also das beschreibt halt dieses Spiel am besten. Da hast du schon diesen Glückmoment, wo der Ball am Torwart vorbei ist und er geht halt trotzdem irgendwie nicht rein. Da weißt du halt auch, also hier passiert heute nichts mehr. Weil ja, er aber auch nicht mit Volldampf hinterhergesetzt wird, das muss man doch auch wieder sagen. Ja. Auch Dost, da hat er mich aufgeregt, ne? Wenn du da richtig geil auf das Tor bist, ne? Richtig hinterher machst, auch Neuer ein bisschen unter Druck setzt noch mit, aber das ist so auch wieder so halbherzig gewesen, aber gut. Naja. Generell halbherzig, finde ich, trifft es ganz gut im Umschaltspiel und in der Offensivbewegung, weil das Umschaltspiel hat mich halt auch aufgeregt so ein bisschen, dass du halt immer, wenn du eine einigermaßen aussichtsreiche Chance dir hättest erarbeiten können, hast du einfach zu langsam geschaltet. Das habe ich vor allem jetzt bei Zuber gesehen. Der war dann, der rennt, stimmt, hat den Ball. Und ich sage irgendwie viermal hintereinander, spiel doch jetzt. Jetzt könntest du auch noch abspielen, da ist jemand frei. Und im Endeffekt, in dem Moment, in dem sich dann Herr Zuber entscheidet, ach, ich könnte ja mal abspielen, stehen halt alle schon im Abseits. Und dann ist es halt auch, ja, das war halt einfach zu langsam, ich weiß nicht, im Kopf auch. Also man hat halt einfach nicht geschaltet. Es ist genau das. Also du warst zu gedankenlangsam tatsächlich in diesen Momenten. Und ihr habt ja diese gute Chance beschrieben. Aber selbst da, warum macht man da nicht noch mehr draus? Also da habe ich mich dann wirklich geärgert. Und die Eintracht war ja schon relativ früh, nach der 10. Minute schon hinten gelegen. Da habe ich auch schon gedacht, scheiße, warum ist es denn jetzt schon so früh der Fall? Und du hast einfach gemerkt, an vielen Stellen wurde das Leistungsmaximum einfach nicht erreicht. Und dann, wenn du das Leistungsmaximum nicht erreichst, sowohl natürlich auch tut, aber ich will diesen, ne, es geht ja nicht um die Einzelbewertung, aber es gab an vielerlei Stellen, hat es einfach von der Maximalleistung überhaupt nicht gereicht. Und da hast du schon Zuber genannt, aber wir können auch Kamada nennen, wir können auch über Ilsanker sprechen. Da war insgesamt einfach zu wenig da, ja, und dann wird es halt mau, Patricia. Ja, und es ärgert mich halt auch, dass es jetzt, okay, dann war es jetzt gegen Bayern, das Spiel hat man sowieso nicht wirklichen Punktelieferant angesehen. Was halt mein Problem ist, dass das gegen Köln dann auch schon so war. Und das regt mich sogar noch mehr auf, dass du halt gegen Köln diese Punkte liegen gelassen hast. Ja. Dieses Bayern-Spiel, na gut, dann war es halt eine 5-0-Klatsche. Und ja, ist ärgerlich. Wie gesagt, die Punkte haben wir angesprochen, die uns ärgern. Aber in der Nachbetrachtung kann ich das sogar recht gut mit so einem Achselzucken hinnehmen. Was mich viel mehr aufregt, sind halt diese, ja, dass das halt auch gegen die leichter zu bewältigenderen Gegner, wie auch immer, dass es halt auch gegen die nicht funktioniert. Und das regt mich halt sehr auf. Ich verstehe.
Vielleicht kleiner positiver Effekt noch. Zum Beginn der zweiten Halbzeit wurde ja dann gewechselt, Zuber raus, dafür Chandler rein, womit dann, fand ich, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf der linken Seite war, aber der viel spannendere Wechsel noch war eigentlich dann Kamada raus und Younes rein. Und da muss ich sagen, der gefällt mir extrem gut. Du hast halt schon gemerkt, der hat einen ganz anderen Zug, der will den Ball, der setzt nach, der probiert mal Dinge. Gut, der kann natürlich alleine dann als Einzelkämpfer, gerade wenn du dann schon irgendwie 2-0 gegen die Bayern da hinten liegst, das Ding dann auch nicht mehr unbedingt irgendwie drehen. Aber ich fand einfach, dass er das Spiel sehr belebt hat und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn er auch mal jetzt in der nächsten Zeit mal so ein bisschen mehr Spielzeit und vielleicht auch von Beginn an bekommt. Ja, definitiv. Also es wäre auf jeden Fall ein belebendes Element und ich mag auch, wie energisch er an die ganze Sache herangegangen ist. Ne? Also da waren so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, Ballverlust sauer gewesen. Ja. Er hatte oft versucht, dem Ganzen doch noch irgendwie seinen Stempel aufzudrücken und man muss ja sagen, er kam zu einer Zeit, als man schon gedacht hat, okay, das Spiel ist jetzt nicht gelaufen, war immerhin zur Halbzeit, aber du hast schon gemerkt, okay, du weißt, wenn hier alles normal läuft, geht es in eine Richtung, dass wir relativ schnell dann das 3-0 als Gegentor bekommen und dann ist der Käse eh gegessen. Ne? War dann wenig später auch so, aber trotzdem war er einer der positiveren Erscheinungen im Vergleich zu Chandler, den ich auch ebenso wie den, die Person, die er beerbt hat, und zwar Zuber, so gut wie gar nicht gesehen habe in diesem Spiel. Also da war auch leider erneut zu wenig. Und was Patricia halt sagt, sie müssen jetzt endlich sehen, dass sie wieder an ihr Leistungsmaximum kommen. Denn natürlich ist es bei den Bayern jetzt überhaupt halb so wild, ja. Mich ärgert das, weil ich 5 Tore einfach generell immer zu viel finde. Auch wenn die Eintracht mittlerweile ein Dauerabo auf 5-Tore-Packung in München hat. Das ist aber für mich jetzt kein Argument zu sagen, okay, dann bekommen wir halt immer 5 Stück, ja. Also ich meine, was soll das denn? Ja, das ist mir einfach zu hoch und das ärgert mich und das hat mich dann in der Defensivbewegung auch sehr geärgert. Deswegen, das finde ich nicht gut. Das muss aber jetzt aufgearbeitet werden. Das wurde in der Aufgearbeitet. Aber wichtig ist halt jetzt, was jetzt in den nächsten Wochen kommt. Weil du kannst dir das jetzt nicht wieder erlauben. Und ich weiß, es ist, glaube ich, auch für die Spieler schwer, in diese Phase wieder reinzukommen. Jetzt haben sie zuletzt 2-mal gesehen mit Fans im Stadion. Ist ja eine ganz nette Angelegenheit. Und plötzlich geht es wieder komplett ohne. Ja, es ist auch schwierig. Wenn wir auch gleich drüber sprechen. Aber die müssen jetzt in diesen Status wieder reinkommen, dass sie diese Spiele auch erzwingen und gewinnen wollen. Weil sowohl Bremen als auch Stuttgart sind beide Spiele, da musst du, wenn du dich irgendwie im oberen Tabellenhälften Mittelfeld, ja, oder in der Tabellenhälften Mittelfeld. Ja, genau. Oder einfach in der oberen Tabellenhälfte. Wenn du dich da positionieren willst, dann musst du mit beiden Spielen punkten. Ja. Gehe ich voll mit. Eine Sache noch mit den zu hoch ausgefallen. Man muss natürlich in der Betrachtung hier sehen, wir haben sehr früh, also mit 10. Minute und dann auch schon, ich glaube, es war ja so 25, 26 Minute, schon 2 Tore dann gefangen gehabt. Dann ist es so oder so schwierig. Dann hinten raus dieses in der 90-plus-Minute, was weiß ich, wo wir dann noch das 5-0. Ich finde, man muss das auch so ein bisschen in die Betrachtung natürlich mit einziehen. Also ich sag mal, bei einem 4-0 hätten wir auch alle gekotzt. Wären die Tore etwas später gefallen oder wir hätten in der ersten Halbzeit nicht schon so früh die Tore gefangen, wäre das Spiel vielleicht etwas nach hinten gerutscht. Und am Ende verlierst du dann, Marvin, wie du sagst, so ein Standard 2-0, 3-0-Ergebnis, wo dann jeder sagt, naja, okay, haben wir noch ganz gut irgendwie gegen die Bayern mitgehalten. Ja, aber wie gesagt, so, wenn du dir so dieses Spiel und die Tore oder die Zeitpunkte der Tore auch anschaust, und wie sind sie passiert und so weiter, ist das eigentlich schon was, klar, man kann sich darüber ärgern, dass jetzt wieder ein 5-0 war auf der anderen Seite, es ist eigentlich zu hoch ausgefallen oder man muss sagen, okay, 5-0 ist, machen wir jetzt einen Haken dran, es war jetzt nicht, dass die Mannschaft komplett zusammengebrochen ist und deshalb irgendwie hinten noch, sondern die war über die ganze Zeit lang, die Bayern haben ihre Chancen effizient genutzt und so weiter, haken wir ab und ich muss aber auch eher sagen, dass ich Bayern-Spiel ausklammern, Spiel zurück nochmal. Köln ärgert mich auch umso mehr. Patricia, du hast da vorhin was Schönes gesagt. Wir haben ja so ein bisschen gehofft, ach, die Diva ist wieder da. Naja, gegen die Kleinen tun wir uns ein bisschen schwer. Die Großen liegen uns besser. Jetzt muss man natürlich sagen. Aber nicht die ganz Großen. Ja, nicht die ganz Großen. Okay, gut. Hoffen wir mal, dass die Diva auch nächste Woche nicht oder jetzt am Wochenende nicht zu sehr wieder zurückkehrt, weil Bremen in meinen Augen nicht der stärkste Gegner ist. Ja, das war irgendwie totale Selbstüberschätzung letzte Woche von eins, wie einer, der im Fitnessstudio sich freut, dass er die 4-Kilo-Hantel gehoben hat und dann direkt anstatt irgendwie die 8er-Kilo direkt zur 40-Kilo-Hantel geht und versucht, die zu stemmen. Ja, das war halt gnadenlose Selbstüberschätzung unsererseits. Aber gut, haken wir es ab.
Wenn wir was Positives rausziehen wollen, können wir immer noch sagen, wir sind immer noch nicht Venlo und haben gegen Ajax gespielt. Es waren nur 5 Tore und keine 13 Tore. Von daher, es geht immer noch schlechter. Ja, muss man ja auch dazu sagen. Dann lass uns doch mal nach vorne gucken. Marvin hat ja schon gesagt, gegen die nächsten Gegner müssen wir punkten. Nächster Gegner ist Bremen. Bevor wir allerdings über Bremen sprechen, müssen wir ja nochmal auf dieses Thema mit Fans, ohne Fans zu sprechen kommen. Marvin hat es gerade eben auch schon angedeutet. So wie es aussieht, wird es eben am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Werder Bremen keine Fans geben. Hellmann hat sich die Woche dazu ein bisschen kritisch geäußert und hat gesagt, naja, dafür haben wir doch eigentlich diese Konzepte und ja, wir nehmen das hin, aber so richtig glücklich ist man damit nicht. Könnt ihr das nachvollziehen oder sagt ihr, ja, ist dann halt so, wie es ist? Okay, dann fange ich mal an. Ja. Also ich muss sagen, ich kann es nachvollziehen, dass hier momentan so ein bisschen auf die Vollbremsung getreten wird, weil einfach die Zahlen so, du merkst, die Leute sind nervös, da scheint ja jetzt auch die Sitzung der Ministerpräsidenten ist jetzt, glaube ich, doch vorgezogen worden, wo auch die Kanzlerin da ist, findet, glaube ich, morgen jetzt statt. Ich denke, da wird es für uns alle leider wieder schmerzliche Einschnitte geben. Das wird dann nicht nur im Fußballbereich, sondern auch privat und geschäftlich sicherlich noch die ein oder andere nervige Angelegenheit geben. Deshalb denke ich mal, es ist klar, dass dann der Fußball jetzt auch erstmal, okay, stopp, hier machen wir jetzt erstmal Pause und gucken erstmal, wie wir überhaupt wieder alles hinbekommen. Das haben wir ja auch im ersten Schritt schon gemerkt. Es wäre natürlich ein fatales Zeichen, jetzt zu sagen, generell sagen wir nein, auf gar keinen Fall, gar keiner darf mehr ins Stadion, sondern wenn du jetzt sagst, okay, wir müssen uns erstmal jetzt neu sortieren, wir brauchen kurz Zeit, um die ganzen Sachen ein bisschen uns nochmal im Detail hier anzuschauen und dann hoffentlich auch kurzfristig wieder Leute ins Stadion zu holen. Es wäre schade, wenn jetzt einfach so gesagt werden würde, pauschal, nein, es darf keiner rein, sondern es muss wieder, finde ich, und das war ja auch die Sache dieser Konzepte zu sagen, es muss regional geschaut werden, wie sind die Entwicklungen, wenn du natürlich momentan schaust, regional ist halt kaum momentan noch ein, also, oder zumindest in vielen Bereichen hat es halt sehr stark angezogen. Deshalb kann ich schon einerseits verstehen, dass sie erstmal sagen, stopp, wir müssen erstmal gucken, was hier los ist. Auf der anderen Seite würde ich mir schon wünschen, dass wir trotzdem noch Fußball in den Bereichen sehen, wo es einfach die Lage und die Konzepte hergeben. Und wenn dann ein Konzept ist, dass tatsächlich der öffentliche Nahverkehr nicht mehr genutzt werden kann, sondern nur noch mit Autos oder wie auch immer angereist werden kann, bin ich gespannt, wie das umsetzbar sein soll. Muss man schauen. Wie gesagt, wie seht ihr das denn? Wie steht ihr denn dazu? Tja, also die Sache ist natürlich, ich kann beide Seiten verstehen. Und wenn wir jetzt der Argumentation von Hellmann folgen wollen, dann muss man natürlich vollkommen richtig sagen, das hat schon seinen Hintergrund, warum er das jetzt auch so sagt. Denn es gab Konzepte, die wurden erarbeitet. Und das sind Sicherheitskonzepte, die auf einem sehr hohen, auch hygienisch sicheren Niveau ablaufen. Ne? Natürlich sind die unter anderen Vorzeichen gemacht worden. Die sind unter den Vorzeichen gemacht worden, dass du Inzidenzzahlen hast, die wesentlich unter denen liegen, wie sie jetzt gerade sind. Und das ist natürlich eine andere Voraussetzung. Andererseits, man muss vielleicht auch vielleicht muss er auch aktuell genauso argumentieren, auch um die Wirtschaftlichkeit seines Betriebs aufrechtzuerhalten. Ja? Ob das dann gemacht wird, ist dann steckt er wieder auf einem ganz anderen Tablett oder Tableau, aber es ist trotzdem schon so, dass ich das nachvollziehen kann. Und mir geht es tatsächlich auch so, ich erwische mich in diesem Zwiespalt. Auf der einen Seite ist es so, dass man doch auch nachvollziehen kann, warum er sagt, ja, liebe Leute, wir haben ein Konzept, das haben wir erarbeitet und wir sorgen für die Sicherheit, dass sich dort niemand infiziert. Also lasst uns doch mit Fans im Stadion das weitermachen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, ja klar, das klingt als Optimalkonzept natürlich schön, es ist natürlich aber einfach überhaupt nicht vermittelbar, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass Dennis eben genau das schon erwähnt hat, was in den nächsten Tagen wieder kommen wird. Wir werden weitere Restriktionen erleben. Nicht in allen Teilen, hoffe ich, weil ein Lockdown ist grundsätzlich, also jetzt ein grundsätzliches Ding, macht keinen Sinn, gerade in Regionen, weil du genügend Regionen hast, wo gar nichts ist. Also nicht nur in Kassel, ja, gibt's doch keinen Conora, sondern in anderen Regionen gibt's das auch. Also sehr selten, ja. Gerade in ländlichen Regionen haben wir ja relativ wenig Probleme in einigen Bereichen und die solltest du ja überhaupt nicht in Mitleidenschaft ziehen, wenn, also die kannst du ja nicht in Sippenhaft nehmen, ne? Also da muss es sehr, sehr regional stattfinden und dann, aber wird es dann halt schon einige Einschränkungen einfach weiter geben und dann macht es halt natürlich, macht es gefühlt wenig Sinn, beziehungsweise das
schwierig zu verkaufen, dass du sagst, ja, aber wir lassen 8000 Leute ins Stadion. Und das ist halt dieser Zwiespalt zwischen einer komplett rationalen Art und Weise, die ich auf beiden Seiten verstehen kann, wo ich auf der einen Seite verstehen kann, dass Hellmann das fordert, auch weil es gibt, weil es aktuell auch keinen Beweis gibt, dass im Stadion ein Infektionsfall geschehen ist. Und das muss man natürlich auch dazu sagen. Wenn es Infektionsfälle durch den Aufenthalt im Eintrachtstadion gegeben hätte, dann würde man natürlich sagen, okay, guck mal, das hat sich nicht als stichhaltig erwiesen. Daraufhin können wir das so nicht weiterlaufen lassen. So, das hast du aber nicht. Insofern ist es halt einfach klar, dass er mit der Argumentationslinie fährt. Tatsächlich wird sie aber am Ende einfach nicht durchzusetzen sein, weil eben die Bevölkerung beziehungsweise die Akzeptanz der Bevölkerung dafür nicht da ist. Ja? Und wenn ich dann noch, wenn ich dann noch das Aktuelle aus der Politik mit hineinziehe, wenn ich dann beispielsweise sehe, dass heute gab es eine NRW eine Pressekonferenz und der Innenminister, ich glaube es war der Innenminister Lühmann, glaube ich, da gesagt hat, dass er auch auf Sport angesprochen, dass er es fair finden würde, wenn überall keine Fans reinkommen. Er wurde auf den Missstand angesprochen, dass beispielsweise bei Union Fans da waren und in anderen Stadien nicht. Und dann hat er gemeint, naja, also ihm wäre es lieber, wenn überall keine Fans reinkommen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Infektionsfälle gerade in den Hotspots einfach zu hoch sind. Also das heißt, am Ende können wir wahrscheinlich froh sein, wenn überhaupt noch gespielt wird und wenn dann ohne Fans. Ja. Hm. Es ist schwierig. Patricia, jetzt habe ich dich vollgeschwallt. Ja, also sehr viel kann ich da gar nicht mehr hinzufügen. Ich bin genau wie du eigentlich dazwischen. Also ich kann mir keine abschließende Meinung bilden, ganz ehrlich, weil, wie gesagt, beide Seiten ihre Argumente haben und ich auch beide Argumente, also beziehungsweise beide Seiten, vollkommen verstehen kann. Also ja, einerseits, die Hygienekonzepte haben sich bewährt, andererseits 70% der Infektionsketten sind nicht mehr nachvollziehbar in Frankfurt. Also keine Ahnung, ob da nicht doch was passiert ist. Ich persönlich schätze nein, weil man ja auch aus Erfahrungsberichten gehört hat, man war da schon sehr, sehr isoliert im Stadion. Also würde mich wundern, wenn da jetzt irgendwie große Ausbrüche stattgefunden hätten. Ja, andererseits, wie verkaufst du das jetzt den Leuten, dass du sagst, keine Ahnung, alles wird gestrichen, du darfst nichts mehr machen, aber ins Stadion mit 8000 Leuten geht. Dann ist das halt wieder diese Sonderrolle des Fußballs, die dann auch viele, vor allem Nicht-Fußballfans, nicht verstehen werden und nicht verstehen wollen. Auch wenn das, wie gesagt, der Fußball mit seinen sehr hart erarbeiteten Hygienekonzepten auch ein Argument für sich hat. Aber genauso haben das auch Restaurants und Bars und die leiden momentan da ja auch drunter. Also es gibt so viele Gastronomen, die auch Konzepte erarbeitet haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die in nächster Zeit auch gesagt bekommen, hey, ja, danke für deine Arbeit, aber ja, wir müssen schließen so. Und dann weiß ich halt nicht, ob das der Weg ist. Andererseits, klar, in Frankfurt ist jetzt momentan eine Inzidenz von über 200. Dass das sehr, sehr eskaliert ist, ist halt auch kein Geheimnis. Deshalb, ich weiß nicht, was man am besten tut. Ich bin einerseits auch sehr froh, dass ich es nicht entscheiden muss. Andererseits findet man auch immer, egal welche Entscheidung fällt, ja, pro oder contra dafür und dagegen. Deswegen, ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich kann da sehr schlecht mich auf eine Seite schlagen. Ja, aber im Endeffekt müssen wir es ja zum Glück auch nicht. Es ist halt nur klar und auch wichtig, dass wir halt genau diese Unterschiede jetzt dargestellt haben und auch diese unterschiedlichen Sichtweisen. Wir hadern ja alle damit, das merken wir ja auch, ne? Und im Endeffekt ist es halt so, es gibt Bereiche, ja, gerade im Osten Deutschlands, wo du eine Inzidenz hast, die weit unter der 30 sogar oder 35 liegt, ja, und dann ist es ja in Ordnung. Wenn es dann da Stadien gibt, die du betreiben kannst, dann mach das halt mit Fans, dann ist es ja auch in Ordnung, ne? Aber es ist dann halt auf der anderen Seite halt auch einfach schwierig zu verkaufen bei einer Inzidenz, wie du gerade gesagt hast, von irgendwie über 200. Ja, keine Ahnung, es ist einfach extrem schwierig und da muss man eine Lösung finden. Wahrscheinlich wird trotzdem die Lösung sein, dass jetzt, also zumindest für das Spiel gegen Bremen wird es mit Sicherheit, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei keinen Fans bleiben. Du hast wahrscheinlich immer noch weiter deinen Staff und so weiter und so fort, aber that's pretty much it. Der ist ja weiterhin, die müssen ja auch, also so ein bisschen, ja, was so sowohl das Staff von der Mannschaft als auch jetzt irgendwie klar, halt so ein bisschen Sicherheitspersonal und hier Produktionsfirmen für Fernsehübertragung und so weiter. Also die müssen ja nach wie vor dahin, die sind ja auch zum Betrieb notwendig. Alles andere ist es ja in dem Fall dann nicht.
Nee, genau. Und was halt wichtig wäre, wenn wir irgendwann wieder dahin kommen, weil das Patricia gesagt hat, dass du 70% der Fälle offenbar gar nicht mehr nachvollziehen kannst, ist halt schwierig, dass man wieder zu einer Nachvollziehbarkeit kommt, dass man dann im Endeffekt halt nochmal auch feststellen kann, passiert denn dort was, passiert dort nichts. Denn am Ende muss ich trotzdem sagen, da bleibe ich bei dieser Haltung. Ich kann mir eher wenig vorstellen, dass im Stadion selbst großartige Infektionsmöglichkeiten bestehen. Bei 8000 mag das nochmal anders sein. Ich war beim FSV und ganz ehrlich, ich stecke mich eher beim Rewe an, weil es überdacht ist und weil dann Leute enger gequetscht sind als im Stadion des FSV Frankfurt. Das muss ich ganz klar sagen, weil 800 Leute in einem Stadion, wo so viele mehr Leute reinpassen und wo ich dann auch noch hinlaufe, da wird es nämlich echt unrealistisch. Und vielleicht muss man auch, ich glaube, vielleicht muss man auch darüber nachdenken, über eine Sonderrolle der kleinen Vereine nachzudenken, die an ihr Existenzminimum eh schon angelangt sind und wahrscheinlich extreme Probleme auch wirklich bekommen. Weil ganz ehrlich, also 700 oder 800 Leute in so ein riesen Stadion zu quatschen, auch wenn das jetzt gerade nicht der FSV-Podcast ist, aber man muss tatsächlich darüber nachdenken. Vielleicht kriegt das die Eintracht noch länger hin. Ja, und Bundesliga-Vereine sollten es vielleicht auch wirklich noch hinbekommen, auch wenn wir wissen, dass da die Schwierigkeiten auch schon da sind, wenn wir uns den Transfermarkt angucken. Ja, aber die kleinen Vereine, da wird es vielleicht auch nochmal eine andere Kiste. Ich habe keine Lösung. Ja gut, dafür. Aber da merkst du halt auch immer wieder, dass diese kleinen Vereine halt überhaupt keine Lobby haben. Die hatten haben sie noch nie und die haben sie jetzt noch viel weniger. Richtig. Also ja. Es ist echt schwierig. Am Ende hoffe ich tatsächlich, und das kann natürlich jetzt nicht unsere Optimallösung sein, aber am Ende hoffe ich, dass überhaupt, und das mag jetzt auch sehr self-centered Ding, freue mich jetzt schon auf die ganzen Kommentare, die jetzt wieder kommen, oh Gott, ja, der Fußball, aber am Ende hoffe ich, dass der Fußball überhaupt weitergeht, weil wenn wir, was weiß ich, wenn wir jetzt in 2 Wochen oder die nächsten 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht eine schwierige Zeit wieder haben, wo wieder weniger erlaubt ist, dann freue ich mich tatsächlich schon, dass trotzdem der Fußball überhaupt weitergeht, damit ich ein bisschen Unterhaltung habe. Wenigstens ein bisschen Ablenkung da hast, da stimmt schon. Am Ende kriegst du das auch hin, wenn du diese scheiß Länderspiele nicht mehr machst. Weg damit! Wir brauchen diese scheiß Länderspiele nicht mehr. Lass doch alles sein mit den fucking Länderspielen, mit diesen schwachsinnigen internationalen Reisen. Dann lass doch auch diese scheiß Europameisterschaft auf 22. Lass diese WM 22 in Katar, da will eh keinen Schwanz hin. Lass es einfach komplett sein. Du machst die Europameisterschaften 22, ciao, Kakao. Und dann ist auch alles wieder ein bisschen entzerrter, weil die Länderspiele sind genau das, was momentan einfach noch reinhängt. Das ist dann als Nachtrag zur letzten Woche, weil das ärgert mich tatsächlich sehr. Ich glaube, die Bundesliga würde das in einem kleinen Nukleus echt gut hinbekommen, ohne großartige Infektionen. Alle größeren nationalen Ligen kriegen das wahrscheinlich hin. Ja, aber bislang. In 2 Wochen ist die nächste Länderspielpause mit wieder Testspielen und ich habe gerade mal nachgeguckt, 2 Nations League Spielen, da ist ja wieder Kirmes. Vor allem Testspiele, das ist ja so absurd, dass das jetzt nötig ist. Also klar, auch, also selbst Nations League, ich finde das halt absolut absurd, diese Länderspielpausen, dass du diese Bubbles einfach komplett zerreißt, alle wieder neue Bubbles zusammenpackst und dann wieder in ihre alten Bubbles zurückschickst. Für mich absurd in so einer Zeit. Ich kann es irgendwie verstehen, dass Interessen dahinter stehen, auch jetzt hier bei Nations League und sonstigen Qualifikationsspielen. Aber vor allem Testspiele ist dann halt echt eine Nummer zu hoch. Also warum denn? Wofür denn jetzt momentan? Das ist echt, das könnte man in so einer Ausnahmesituation auch irgendwie anders regeln. Aber man will es wahrscheinlich auch nicht. Man will es nicht, finanzielle Interessen. Aber wichtig, und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, wir haben eben drüber gesprochen. Wir haben eben über Pro und Contra gesprochen. Wir kommen nicht zu einer, vielleicht der Optimallösung, die gibt es aktuell auch nicht, weil, wie gesagt, gesellschaftliche Akzeptanz steht wahrscheinlich auch einem rein rationalen Gedanken entgegen. Wichtig ist aber, dass halt darüber gesprochen wird und dass auch so eine Meinung, die von Hellmann geäußert wird, auch definitiv legitim ist, allein weil er Interessen vertritt, die er vertreten muss. Ja? Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man halt mal darüber spricht. Ob das durchgesetzt wird in der aktuellen Phase, kannst du wahrscheinlich nicht legitimieren. Trotzdem, wenn die Sache sich wieder normalisiert und bei einem stabil bleibenden Inzidenzwert von, was weiß ich, 80 oder 100, dann ist es immer noch drüber, über der 35, aber ist es halt tatsächlich dann auch Winter. Und dann muss man drüber nachdenken, ob das dann noch angepasst werden muss. Ne? So, ne? Das will ich halt nur sagen. Ja. Momentan kriegst du es nicht hin, weil
glaube ich, dieses ganze Land irgendwie gerade auch Angst hat, dass der Case jetzt wie im März schon wieder, beziehungsweise wahrscheinlich sind wir gerade in einer ganz anderen Entwicklung, keine Ahnung, das müssen andere Leute entscheiden, aber dass irgendwie ganz andere Dinge jetzt gerade passieren, aber wenn du rational in ein paar Wochen nochmal drüber nachdenkst, dann muss man neu entscheiden und wie gesagt, das findet halt alles draußen statt, ich will nicht wissen, wie es gerade für einen geht, bei denen normalerweise wie Handball oder so alles drin stattfinden muss, also weil da ist ja nochmal eine neue Sportarten oder irgendwas, die sind halt jetzt total gebeutelt. Da ist es richtig bitter. Ja. Also da wird es dann halt auch schon schwierig. Aber schauen wir mal. Also jetzt erstmal am Wochenende gegen Bremen ohne Fans und mal gucken, wie die weitere Entwicklung dann ist. Und dann ist ja auch erstmal erfreulicherweise Länderspielpause, da müssen wir uns ja bei solchen Dingen keinerlei Gedanken mehr machen. Erfreulicherweise, genau. Erfreulicherweise. Träumchen. Dann lassen Sie jetzt mal auf das Spielerische vorausschauen, sofern das denn möglich ist. Wir spielen am Samstag 15:30 gegen Werder Bremen, die am Wochenende 1:1 gegen Hoffenheim gespielt haben, die früh in Führung gegangen sind, dann den Ausgleich kassiert haben und dann ist eigentlich auch nichts mehr passiert, zumindest nichts, was erwähnenswert ist. Der Einsatz von Abraham ist nach wie vor fraglich, er ist noch nicht wieder so richtig im Mannschaftstraining drin, wird nach aller Voraussicht morgen wieder mit der Mannschaft trainieren. Ich persönlich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass er am Samstag auf dem Platz steht. Und auf Seiten von Werder Bremen hat sich Niklas Füllkrug am Wochenende eine Wadenverletzung zugezogen. Das ist für uns wahrscheinlich der positivere Effekt, weil er ist mit 4 Toren und einem Assist bislang der mit den meisten Scorerpunkten bei Bremen. Wahrscheinlich dann eher so ein kleiner Vorteil für uns. Und sind wir mal ganz ehrlich, Bremen ist jetzt auch nicht das obere Regal und auch wahrscheinlich eher auch nicht mittleres Regal. Also wenn du da Punkte liegen lässt, dann hast du ein ganz anderes Thema, was so Saisonstart angeht, oder? Patricia? Ja, also du sagst schon, es ist, glaube ich, ganz gut aus Eintracht-Sicht jetzt, dass Füllkrug fehlt, weil Bremen an sich spielt ja sehr, sehr, ja gut, ich sag mal, das Spiel ist noch ausbaufähig und gerade nach vorne vor allem. Und wenn da halt dein Topscorer fehlt, könnte es sehr, sehr eng werden, auch gegen die Eintracht, die es ja eigentlich an sich nicht schlecht macht. So, der Saisonstart unsererseits war gut, immer noch, trotz dieser Bayern-Sache und dieser Köln-Sache. Bei Bremen, die haben jetzt eigentlich ganz ordentlich gepunktet, aber ja, besonders gut sah das nicht aus und besonders kreativ und einfallsreich sind die auch nicht in der Offensivbewegung. Von daher erwarte ich ganz ehrlich von der Eintracht, dass sie da jetzt dran gehen mit aller Kraft und sich da 3 Punkte holen, weil die wären wichtig und das ist auch, was man jetzt erwarten kann, finde ich. Dich genauso. Also du musst jetzt auf jeden Fall wichtiger. Du musst jetzt komplett, du musst jetzt hier wieder Vollgas geben. Also jetzt waren jetzt 2 Spiele, ne, ja, selbst wir haben über die Bayern lang genug gesprochen, aber auch Köln war einfach nicht zufriedenstellend. Darüber muss man auch sprechen und das muss auch akzeptiert werden, dass man jetzt halt was anderes sehen will. Und du hast eben richtig gesagt, Werder ist jetzt nicht das oberste Regal, die sind dann beim Vergleich zur letzten Saison oder die sind, haben da schon ein bisschen mehr einen Lauf entwickelt. Ein Punkt gegen Hoffenheim ist jetzt auch nicht so verkehrt, auch wenn es zu Hause war. Zu Hause in Anführungsstrichen. Aber das ist eine Mannschaft, die kannst du schlagen, ja. Pavlenka natürlich ein super Torhüter, aber sowohl die Abwehr als auch das Mittelfeld bis hin zum Sturm, der jetzt logischerweise, wie du schon gesagt hast, sogar auch ausfällt, was für uns richtig gut ist, weil Füllkrug ist natürlich jemand, der Lücke kann halt auf jeden Fall scoren. Finde ich schön, dass die jetzt den auch erstmal wieder ersetzen müssen. Vielleicht mit Rashica, wir werden sehen, ja, weil der muss halt auch mal vielleicht mal wieder spielen. Dann kommt ein anderer Gefährlicher auf jeden Fall dazu. Aber das sind Spieler, die kannst du knacken. Und die Eintracht ist, wenn sie wieder an ihr Leistungsmaximum kommt, auf jeden Fall eine Mannschaft, die, egal ob jetzt Kamada spielt oder ob jetzt Yunus spielt, die musst du knacken. Und da musst du zu Hause jetzt einfach die 3 Punkte holen und dann bist du auch wieder super gut dabei. Und dann schauen wir mal, wie es gegen Stuttgart weitergeht. Da ist dann vielleicht auch ein Punkt schon in Ordnung. Aber 4 Punkte aus den nächsten 2 Spielen, das ist einfach Pflicht. Und ich will eigentlich den Dreier gegen Werder, weil die Mannschaft braucht jetzt auch nicht denken, dass die jetzt so wunderbar ist, nur weil sie einigermaßen akzeptabel in die Saison gestartet sind. Gut in die Saison gestartet. Absolut.
Gehe ich voll mit, gehe mit euch beiden. Also ich muss auch wirklich sagen, ich hatte es nicht natürlich nur in der Zusammenfassung gesehen, aber Hoffenheim hat da ja schon auch einiges, ich sag mal, noch als ja Möglichkeiten gehabt. Also es ist jetzt nicht unmöglich, gegen Bremen Chancen sich zu erarbeiten. Und da hoffe ich jetzt einfach mal drauf, dass unsere Kreativabteilung ein bisschen aktiv wird. Und auch wenn wir natürlich über die Aufstellung ja später sprechen. Wir haben ja schon ein, zwei Spieler gehabt, wo wir gesagt haben, sind wir nicht so ganz zufrieden gewesen. Also ich würde mir auch wünschen, dass Ilsanker vielleicht dann mal rausrotiert und ein bisschen mehr Offensivschlagkraft da eingesetzt wird. Ein bisschen mehr Zug nach vorne, vielleicht dann wirklich auch sowas wie ein Younes dann mal eine Chance bekommt. Weil ich glaube tatsächlich, dass wenn wir einigermaßen mal wieder Leistungsniveau abrufen. Und das haben wir definitiv weder gegen die Bayern, da war es natürlich ganz offensichtlich, dass wir einfach schlecht waren, als auch gegen Köln nicht wirklich an unsere Leistungsgrenze gegangen sind. Ich glaube schon, dass wenn wir hier wieder ein bisschen mehr Kreativität und auch ein bisschen mehr ja Kampfgeist zeigen und nicht diese halbherzige Mentalität an Mann bringen, dann denke ich, können wir da schon auf jeden Fall gut punkten. Und Marvin, da bin ich bei dir. Ich denke schon, dass wir auf jeden Fall dreifach punkten müssen gegen Bremen, gegen Stuttgart später. Ja, schauen wir mal. Also das ist ja auch noch ein bisschen hin, da ist ja dann noch ein bisschen Pause dazwischen. Aber jetzt 3 Punkte einfahren und dann können wir auch mal wieder in Ruhe durchatmen, weil dann interessiert das Bayern-Spiel keine Sau mehr. Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es nicht wirklich zu viel verlangt ist jetzt, weil wir jetzt alle so davon reden, ja, 3 Punkte gegen Bremen wäre schon, ja, was wir erwarten würden, weil wir gestehen ja der Eintracht auch trotzdem so ihre kleinen Hänger ein, die sie ja jetzt hatte, klar, also auch klar, gegen Köln. Und ich meine, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die Eintracht ist kein Top-Club. Die Eintracht ist nicht Bayern München oder der BVB, wo man sagt, hey, ich erwarte da jetzt eine gewisse Konstanz. Das nicht, aber man erwartet ja jetzt, nachdem man so ein bisschen die Spiele hatte, wo man gesagt hat, gut, man hat sich so, ja, nicht hängen lassen, aber es lief einfach irgendwie nicht wirklich zusammen, dass jetzt auch mal wieder die Phase kommt, wo man sagt, hey, Kopf frei machen und wieder voll drauf, weil wir haben ja gesehen, die Eintracht kann's. Also da waren ja schon auch jetzt zum Anfang der Saison Angriffe dabei, die ansehnlich waren und auch Ideen dabei. Es ist nicht, dass wir nur noch über Kostic, der jetzt auch gar nicht mitspielt, aber nur noch irgendwie über eine Seite kommen und Flanken schlagen, das ist es ja jetzt nicht mehr. Und das sollte ja gegen Bremen dann, ja, also, ne, sollte drin sein, dass man sich da die ein oder andere Chance erarbeitet und eventuell dann auch mal verwertet. Vielleicht spielt bei Bremen ja auch Davy Selke und dann freut sich Hinti. Das wäre natürlich ein Duell, was ich mir sehr gerne ansehen würde. Da würde ich auch gerne mal so das erste Gespräch auf dem Feld, wenn die beiden nebeneinander spielen, das würde ich gerne hören. Ja, kein Problem, ohne Zuschauer kann man doch gut kann zuhören. Kann man das wahrscheinlich dann schon mal bitte an Sky Richtmikrofon da mal hin, die Erklärung hätte ich gerne mal gehört. Eine Frage, ich habe nur gelesen zu Abraham, irgendwas mit einer Knieverletzung hat ihn ja angeblich hier ausgenockt gehabt kurzfristig vom Bayern-Spiel. Habt ihr irgendwas gehört oder gelesen, dass es wahrscheinlich ist, dass er wieder spielen kann? Weil ich muss sagen, es ist natürlich eine eklatante Position. Auch wenn ich den Tutor gern habe und auch sage, ja, der hat Potenzial und der kann es. Eine Stabilität hinten, wenn du natürlich mit dem Abraham da noch spielen könntest oder auch muss man natürlich schauen, ob dann nicht Endika auch mal noch eine Alternative wäre. Einfach um ein bisschen mehr Stabilität noch hinten reinzubekommen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass. Was meinst du? Endika ist ja auch noch nicht wieder ganz 100% fit. Ja, das ist es halt. Also wenn Abraham irgendwie oder Endika natürlich dann reinrücken könnten, würde mir einfach ein bisschen ein besseres Gefühl geben, um einfach zu sagen, jawohl, da ist ein bisschen mehr Stabilität drin. Die sind vielleicht auch ein bisschen eingespielter, ich weiß es nicht. Es war einfach teilweise Situationen drin. Natürlich, die Bayern haben das gnadenlos ausgenutzt und wir haben schon drüber gesprochen, wenn dann so Situationen sind, wenn dann nicht richtig nach hinten gearbeitet wird und ein Lewandowski freisteht, dann ist das in 90% der Fälle ein Tor. Ob das bei Bremen dann der Fall ist, weiß ich nicht, hoffen wir mal nicht, aber es muss ja gar nicht so weit kommen, deshalb hoffe ich einfach, dass wir vielleicht da auch nochmal nachlegen können.
ja, es ist einfach so ein paar Positionen, wo ich ein bisschen Magenschmerzen habe, einfach wo ich hoffe, auch wann kommt Kostic. Ich habe jetzt ein paar Mal schon gelesen, dass die ja wieder im Aufbautraining sind, sowohl Ache als auch Kostic, dass da ja wir uns Hoffnung machen können, dass die bald wieder kommen. Ich denke, da wird aber frühestens wahrscheinlich Stuttgart, wenn überhaupt, oder ist das auch noch viel zu optimistisch? Ja, also auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist es jetzt wahrscheinlich noch zu früh. Also es sieht alles danach aus, dass Abraham jetzt noch nicht so fit ist und Kostic wahrscheinlich erst nach der Länderspielpause. Ne? Okay. Also sowohl bei falls, Abraham... Falls Kostic nicht zum Länderspiel abreißt und sich da wieder irgendwas holt. Das ist ja auch noch. Ja, das wär ganz gut, wenn das wirklich nicht passieren würde. Also wie gesagt, also bei Abraham sieht es eher danach aus, dass man auch wahrscheinlich noch schont gegen Bremen und Kostic wird nach der Länderspielpause realistisch wieder dabei sein. Ich glaube, das ist dann auch in Ordnung so. Aber wir müssen, bei Abraham müssen wir dann auf jeden Fall sehen, dass wir halt sagen, ich weiß, dass du, ich verstehe die Bedenken bei Tutor, aber wie gesagt, Bremen ist jetzt auch nicht die Bayern. Insofern, ja, ja, auch da würde ich tatsächlich dieses Bayern-Spiel aus der Rechnung rausnehmen. Ein Dicker, weiß ich nicht, war zwar ja jetzt gegen Bayern im Kader, saß auf der Bank, ist glaube ich auch noch nicht 100% fit und dann hast du wieder dieses Hütter-typische Thema mit Linksfuß auf rechts, da ist dann halt auch wieder schnell irgendwie der Käse gegessen, ne? Ja, ja. Also von daher halte ich das eher für unwahrscheinlich. Und ich fände es auch jetzt gar nicht mal so verkehrt, Tuta da noch eine Chance irgendwie zu geben, ihn nochmal mit einem Gegner zu sehen, der jetzt nicht irgendwie 5 Regalböden oben drüber ist. Nee, der muss auch jetzt sowieso regelmäßiger einfach spielen. Also wenn er Endika noch nicht in dem Maße fit ist und auch vielleicht noch nicht wieder so einsatzfähig, dann muss ich halt vielleicht überlegen, dass ich einfach Tutor spielen lasse. Weil ich meine, er hat sich gut entwickelt und auch da, das kannst du nie nach 2-3 Spielen bewerten. Ja. Aber er muss diese Zeit auch bekommen und gegen Bremen wird er es wieder besser machen und dann überrascht er uns vielleicht immer wieder positiv. Also ich glaube, das sind Dinge, die müssen wir mitgehen, gerade weil wir jetzt auch nicht die allergrößten Ambitionen in dieser Saison haben, dass wir sagen, wir müssen immer die gleiche Elf auf den Platz bringen, damit wir auch Platz 3 erreichen. Darum geht es ja diese Saison nicht. Es geht um eine Stabilisierung, vielleicht kann man nach oben ranrutschen, aber auch dafür brauchst du Ersatz, weil du ja nie genau weißt, ob Abraham jetzt überhaupt über den Winter bleibt. Ne? Also es ja. Das ist ja auch noch ein Frage Thema, ja. Ne? Mhm. Jetzt waren wir schon so halb in der Aufstellung, dann lass uns doch da mal weitermachen. Also Trapp im Tor ist klar. Was sehen wir denn dann in der Abwehr? Spielen wir mit Hinti, Hasebe, Tuta? Gehe ich von aus. Ja, wenn die anderen nicht fit sind, klar. Und dann wird es dann schon ein bisschen spannender. Fangen wir wieder mit links an. Zuber oder nicht Zuber? Tja, das ist halt die Frage. Patricia, was hältst du davon, wenn wir da den Yunus reinsetzen? Ja, das hatten wir ja letzte Woche. Und da war ja das Problem, dass wir uns nicht sicher waren, ob er diese Schienenposition so spielt, wie Kostic und Zuber das spielen. Und dass er dann, ob er defensiv stark genug ist, um das auszufüllen, die Position. Mhm. An sich... Wie gesagt, er ist ja auch schon als Zuber-Ersatz immer eingewechselt worden. Da ist mir jetzt irgendwie nicht eklatant aufgefallen, dass da jetzt Lücken geklafft hätten. Aber er ist doch für Kamada eingewechselt worden. Also ja, er stimmt. War schon eher so auf der Zehner-Position, nicht auf links. Naja, okay. Jetzt nur, weil Zuber auch immer rausgegangen ist. Wahrscheinlich habe ich das dann nicht so ganz... Chandler kam für Zuber, genau. Deswegen weiß ich halt nicht, ob er das auf der Position defensiv so ausfüllen kann. Wenn er das könnte, würde ich das tatsächlich gern mal sehen, auch vielleicht um Zuber einfach mal, nicht um ihn jetzt komplett aus der Mannschaft zu schmeißen, er hat ja auch schon seine guten Spiele gehabt, aber einfach mal so, kriegt er mal ein Spielchen Pause und dann gucken wir, wie es mit Kostic weitergeht. Es tut ihm vielleicht auch ganz gut, und Yunus hat sich da ja schon auch sehr empfohlen, finde ich. Weiß halt auch nicht, ob das konditionell reicht, aber da hat man ja immer noch die Chance, ihn einfach dann in der 60. rauszunehmen oder so. Das ist ja nicht so das Problem. Weiß halt nicht, inwiefern er diese linke Position, diese sehr spezielle linke Position ausfüllen kann bei uns. Also da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ja, kann ich verstehen. Keine Ahnung. Dennis, wie siehst du das? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich Yunus da eher auf links spielen lassen würde, wenn wir mit einer Viererkette spielen, muss ich tatsächlich sagen. So dieses Dreier-Fünferkette und Yunus muss da hoch und runter hetzen. Glaube ich, also
was man bisher so gesehen hat, technisch super. Fitness, finde ich, ist auch immer noch ein Thema, was dann ja zu großen Problemen führen kann. Und ja, ich sag mal so, wir müssen hier ja auch gegen Bremen aufpassen, dass man denen jetzt nicht alle Türen offen hält und jetzt probiert mit allen Kräften nach vorne. Es muss ja irgendwo dann doch ein gutes Gleichgewicht sein. Und ich finde, diese Offensivarbeit, ich würde eher dann sagen, lass Zuber links stehen, spiel auch gerne mit einer Doppel-Sechs wieder, mit Rode, aber nimm Ilsanke heraus, weil dieses, ja, ich sag mal, nur Zerstörerische im Mittelfeld, was dann auch oftmals gar nicht so funktioniert, glaube ich, kannst du hier durch jemanden, der ein bisschen kreativer nach vorne vielleicht was spielen kann, setzen. Jetzt kam ja So beispielsweise auch im letzten Spiel ja schon für Ilsanke, entweder er oder halt Barkok. Ja, mir ist zumindest besser gehen. Und wir hatten ja vorhin schon mal im Vorlauf zur Aufstellung gesagt gehabt, Younes gerne mal von Anfang an. Und da an der Stelle hätte ich gesagt, dann rotiert Kamada mal raus. Und ja. Ich wäre gedanklich so relativ ähnlich. Also ich habe jetzt mal Zuber aufgeschrieben und ich glaube, an Rode führt so oder so kein Weg dran vorbei. Also den brauchen wir einfach. Und bei der Position neben Rode wäre tatsächlich für mich so die Frage, wollen wir wirklich volle Offensive? Dann wäre tatsächlich für mich Barkok derjenige, den ich daneben stellen würde. Wenn wir sagen, wir wollen schon auch ein bisschen mehr defensive Absicherung, aber trotzdem auch jemanden haben, der da mal noch irgendwie ein bisschen anders da agieren kann und vielleicht auch mal ein bisschen mit nach vorne geht, dann wäre ich da tatsächlich bei Chor. Ach stimmt, Chor haben wir ja auch noch. Ja. Ja, okay, ich wäre bei So, aber einfach weil ich So auch, also Barkok sehe ich halt nicht auf dieser Sechser-Position. Schon ja, dann eher die 10 als die 6. Also der ist halt so ein Achter. So eher 10 und 8, aber 6 weiß ich nicht so genau. Und ja, dann weiß nicht, auf Chor bin ich jetzt gar nicht gekommen, muss man sagen, wie es ist. Traurigerweise. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber der hat ja. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen. Warum bekommt der keine Zeit? Jetzt habt ihr ihn schon wieder vergessen. Ja, das ist ja das Problem. Er bekommt keine Zeiten und man vergisst so wie, also das Gleiche hatte ich mit Zoe zuletzt, dass ich immer vergessen habe, dass der noch existiert. Und jetzt, da der wieder Einsatzzeit bekommen hat, ein paar Minütchen, fällt mir ein, ach so, den haben wir ja auch noch. Und ich weiß nicht, ich würde ihn gern nochmal sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, bin ich bei dir. Also dann, ihr habt Zuber genannt für die linke Seite, sehe ich das jetzt richtig? Genau. Okay, wenn wir schon Zuber nehmen, dann will ich aber auf jeden Fall, ja, So. Ich will So rein, Ilsanker raus, danach Rode logischerweise und dann Toreda ändern wir wahrscheinlich auch nichts. Ja. Würde aber vielleicht mal den Joker ziehen, dass wir sagen, wenn Zuber auch bis zur Halbzeit nicht wirklich performt, dass wir jemanden wie Rustic auch vielleicht mal reinstellen, ja. Auch den, dass wir den mal irgendwie mal kurz sehen, weil das, wie gesagt, er hat ja, kann ja die linke Seite auch bespielen, das hat er ja durchaus auch schon öfter gemacht. Und dann sollte man ihm auch mal eine Möglichkeit geben. Der könnte gerade gegen Bremen, die auch sehr darauf erpicht sind, einigermaßen Struktur in ihr Spiel zu bekommen und auch Struktur insofern ins Spiel zu bekommen, als dass du dann sagst, okay, sie festigen sich auf die Aufstellung des Gegners und wenn dann mal neuer Akzent reinkommt, könnte das die verunsichern. Und da halte ich Rustic für einen ganz guten Mann. Ja, ich würde ihn tatsächlich auch gerne mal in so einem Spielbetrieb für ein paar Minuten sehen. Aber wo willst du den spielen lassen, Marvin? Also dann für Zuber? Zuber, potenziell für Zuber. Okay. Also der tatsächlich eher auf den Außenbahnen, wohingegen ich Younes momentan tatsächlich eher so in dieser zentralen Position sehe. Und das wäre tatsächlich jetzt auch mein Votum zu sagen, Kamada kriegt mal eine Kreativpause und dafür darf Younes von Anfang an ran. Und ich will nichts sagen, aber du hast jetzt dreimal hintereinander tatsächlich gesagt. Ah. Also, ich glaube, du hast den neuen Rekord hier aufgestellt. Ja. Mal gucken. Wie oft die Hörer und Hörerinnen im Endeffekt gezählt haben. Ich glaube nämlich, das auch ein paar Mal gehört zu haben. Niemals. Niemals. Kein einziges Mal. Ja. Was haltet ihr denn von der Idee, Younes von Anfang an als für Kamada zu bringen? Finde ich gut. Ist halt die Frage, ob das ein zu harter Abwatschen ist. Ne? Nur weil er jetzt mal ein Spiel nicht so performt hat. Ja, gegen Köln haben sich die Geister geschieden. Ich weiß nicht. Ich kann es verstehen auf einer rein emotionalen Ebene, aber Patricia, würdest du da mitgehen oder findest du das zu hart, wenn wir den jetzt rausnehmen? Ja, ich tue mich da auch noch schwer, finde aber auch andererseits hat sich Younes schon verdient auch, weil
jeder Auftritt, den er bisher hatte, war, dass wir hier danach saßen und gesagt haben, also Younes hat mir gut gefallen. Younes hat nochmal ein paar Ideen reingebracht, die uns gefehlt haben. Und ja, an sich hätte er es mal verdient. Andererseits finde ich auch Kamadas Leistung jetzt nicht so schlecht, dass es rechtfertigen würde, zu sagen, ja, du, raus mit dir. Also ich finde es auch schwierig. Aber ist ja nur aus der Startelf raus, oder? Ja, man muss ja sagen, Younes, ne, Younes ist ja wahrscheinlich eh nicht fit genug für 90 Minuten. Das heißt, nach 60 Minuten muss er eh raus. Dann können wir Kamada dann schön reinbringen. Dann bringt er vielleicht auch mal neue Akzente. So muss man es ja auch sehen. Vielleicht braucht er auch mal dieses, wenn bis dahin vielleicht auch das Spiel schon sehr gut steht für die Eintracht, tut sich vielleicht auch ein Kamada leichter als dieses, ich muss hier den absoluten Game-Setter, dieses, diesen genialen Moment muss ich bringen, sondern einfach, er kann eine stabile Leistung zeigen und vielleicht funktioniert es dann auch ein bisschen besser. Sorry, Patrizia, ich wollte dich da eigentlich jetzt nicht unterbrechen. Es ist nur so aus mir rausgesprungen, dass ich gedacht habe, er wird ja eigentlich dann nicht unbedingt für 90 Minuten raus sein, sondern irgendwann wird er sicherlich eingewechselt. Nee, ist ja auch vollkommen okay. Ist ja auch das Argument, was jetzt da am besten drauf passen würde. Also ist mir auch durch den Kopf gegangen, dass man sagt, okay, Kamada kriegt halt, man kann es ja auch als Pause sehen und man kann ja auch mal sagen, gut, dass er jetzt nicht jedes einzelne Spiel macht, ist ja auch, du musst ja auch die Kräfte ein bisschen verteilen. Die Saison ist lang, die Saison ist immer noch komisch durch Corona. Und wenn er da jetzt mal 60 Minuten Päuschen bekommt und dann die letzte halbe Stunde spielt, ist es auch okay. Also ich wäre jetzt nicht dagegen, wenn wir sagen, Younes mal von Anfang an. Vielleicht überrascht das ja auch Bremen so ein Stück weit, dass man sagt, Kofeld plant jetzt mit dem Kamada-Silva-Dost-Dreieck und dann ist da Younes und wirbelt dann doch nochmal ein bisschen andersrum als Kamada. Könnte auch ein Vorteil sein. Ja, warum nicht? Dann lass uns das so machen. Ich habe mal Younes aufgeschrieben und ja, Sturm, keinerlei Änderungen, nach wie vor Silva Dost, oder? Ich glaube, wir haben gar niemanden anderen. Ich wollte gerade sagen. Naja, gut, ja. Sagen wir mal so, du hättest natürlich jetzt auch sagen können, du nimmst da jemanden raus und stellst einen Kamada weiter nach vorne. Der kann ja auch diese Mittelstürmerposition spielen. Oder Younes. Younes hat auch schon mit Stürmern zusammengespielt. Ja, aber den haben wir ja gerade auf die 10 gesetzt. Also, ja, der kann ja dann, der kann das ja machen und Kamada spielt die 10. Das wäre halt auch noch eine Variante, ja. Aber ich glaube, das ist schon wieder zu viel des Guten das an Veränderungen, oder? Zu viel Änderungen. Also wir haben ja jetzt schon zwei Leute ausgetauscht, da wird dem Adi jetzt schon leicht schwindelig, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, also das ist, da muss er sich jetzt erstmal hinsetzen und drüber nachdenken, ob das so. Zumal das, glaube ich, ganz gut ist, auch mit Dost. Der hat ja auch zuletzt eigentlich ordentliche Leistung geliefert. Bayern klammern wir jetzt wieder aus. Das hat ja ganz gut funktioniert bisher mit den beiden. Ja. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu den glorreichen Tipps und laut meiner Liste darf Herr Marvin anfangen. Ja, okay. Puh, nach diesem ganzen Zweckoptimismus. Ja, dann will ich auch weiter dabei bleiben und sage 3-1 für die Eintracht. Ganz klares Ding. Habe auch keinen Bock mehr. Will immer zwar wieder eine klare Ansage, eine klare Aussage. Ja, Bremen kann ruhig nach Frankfurt fahren, aber dann sind sie nur da, um die Punkte zu lassen. Mehr nicht. Dennis? Nachdem ich ja hier am Anfang so ein bisschen Tuta kritisiert habe, glaube ich, dass wir, nehme ich jetzt alles zurück und sage zu null, ich mache ein überragendes Spiel, die Abwehr steht absolut sicher und wir gewinnen sogar. Ja, 3-0, sag ich sogar. Patrizia. Ich glaube, es wird ein bisschen knapper und ich glaube auch nicht, dass wir zu null spielen, weil, naja, mit dem zu null hat es die Eintracht nicht so. deswegen nehme ich das Standardergebnis 2-1. Klassisches Cheater-Ergebnis. Ja. In jedem Tippspiel x-hundert Mal verwendet. Ich hatte tatsächlich den gleichen Tipp im Kopf wie Dennis. Ich sage auch 3-0. Ich glaube tatsächlich, die Offensive zündet. Mal zu Null spielen wäre auch mal wieder schön. Und wenn noch ein i-Tüpfelchen draufkommt, dann holt sich Davy Selke noch irgendwo eine rote Karte ab. Genau. Ja, dann sind wir mit den Tipps auch durch. Dann sind wir mal gespannt, wie die Aufstellung aussieht und wie das ergebnistechnisch dann am Samstag 17:15 plus x Minuten dann aussieht, wenn die Partie abgepfiffen wird. So,
Genau, und dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Habt ihr einen Dummschwätzer der Woche? Müssen wir da über was reden oder können wir direkt zu den Empfehlungen springen? Können wir gleich machen. Ich würde aber ganz kurz noch das aufgreifen, was wir am Anfang der Sendung ja schon thematisiert haben, immer noch diese Sache mit Hübner. Und da gibt es ja jetzt die ein oder andere Idee, die vielleicht in eine andere Richtung geht, weil zuletzt wurde Pirmin Schwegler auch mal so ganz, ganz grob in dieses Gerüchtefeld mit einsortiert. Okay. Schwegler, der ja immer als sehr wortgewandter und auf jeden Fall sehr besonderer Mensch auf dem Fußballfeld auch ja angesehen wurde, könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, jetzt habe ich tatsächlich auf jeden Fall einmal gesagt, dass er in diese Fußstapfen eines Bruno Hübner tritt. Also mal gucken, wie sich das alles noch so auswirkt. Hübner und die Eintracht haben ja noch kein definitives Statement abgegeben, wie es im Sommer weitergehen soll. Aber das als Option kann ich mir insofern einfach vorstellen, auch weil der bisherige Videoanalyst, den wir vorhin genannt haben, ja einer aus dem Team Bobic ist und ich mir vorstellen kann, dass Hütte hier da durchaus sein Veto einlegt, ne? Auch weil ich glaube, ich auch schon mal gelesen habe, dass der Videoanalyst und Hütte nicht ganz so gut miteinander können. Halte ich eine Option wie Schwegler, der immer ein sehr, sehr besonderer Mensch war, für durchaus eine machbare Lösung. Also wollte ich nur noch mal ganz kurz mitgeben. Okay. Interessant. Ich hatte schon wieder komplett verdrängt, dass Pirmin Schwegler tatsächlich schon Karriereende gemacht hatte. Ich dachte, der wollte, hat er nicht irgendwo in Australien gespielt? Der war in Australien, aber auch nicht lange. Ja, Pirmin war tatsächlich in, schon wieder tatsächlich, Mann, aber es ist seltener jetzt heute, war auf jeden Fall noch bei den Wanderers, glaube ich, und hat ja kurzfristig auch mit Alex Meyer zusammengespielt, wenn mir nicht alles täuscht. Ja. Genau. Und ja, genau, danach halt sein Karriereende dort und jetzt wahrscheinlich wieder zurück. Ich glaube sogar, dass er hier in der Umgebung irgendwo wohnt. Da würde sich das durchaus anbieten. Mit 33 okay. Übrigens schon, dass er recht früh sein Karriereende gefeiert hat. Interessant. Er ist ja auch gut rumgekommen in seiner Karriere, ne? Also an Kontakten dürfte es vielleicht auch gar nicht so sehr mangeln. Der kennt bestimmt so den einen oder anderen losen Kontakt zumindest. Ja, allein durch seine Zeit in der Schweizer Nationalmannschaft oder auch bei der Schweiz grundsätzlich. Und auch, ja natürlich, du hast eben angesprochen, bei Hannover gewesen, bei der TSG, bei Leverkusen. Ich glaube, dann knüpft man schon den einen oder anderen Kontakt und er kam ja überall als sehr sympathisch rüber und auch jemand, der durchaus, sag ich mal, umgänglich war. Das könnte ein Vorteil sein, ist nur ein Name, der von vielen gerüchtet wird, aber als eine Zwischenfunktion, auch als solche zu haben, kann ich mir ihn gut als Ersatz für Hütter vorstellen. Mal gucken, was da passiert. Dass er Ambitionen in so eine Sportdirektoren-Manager-irgendwas-Rolle hat, das hatte er ja schon mal geäußert. Vor ein paar Jahren, glaube ich, in irgendeinem Interview hatte ich das mal gelesen. Also von daher, zumindest Interesse an solchen Posten wäre da und ich halte ihn tatsächlich auch für jemanden, der von seiner Art da auch gut funktionieren kann. Schauen wir mal. Mhm. Ja, genau. Passt. Wir werden es weiterhin im Auge behalten. Yes. Yes, sir. So, dann jetzt zu den Empfehlungen, Marvin, oder hast du noch einen? Nee, kein Dummschwätzer. Nee, kein Dummschwätzer. Dann gucken wir mal zu den Empfehlungen. Der Jingle ist hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und Patricia natürlich, die, glaube ich, immer noch keine Basti, also known as Patricia today. Ja. Abgeliefert genau. Hat. Diese Hausaufgabe ist immer noch offen, genauso wie der Umwelttipp von Dennis, der ist auch noch offen. Nur mal. Ja, ich habe es gar nicht verdient, in diesem Jingle zu sein, wenn ich nie eine Empfehlung ausspreche. Also ist das in Ordnung so. Vielleicht kommt ja. Aber heute habe ich eine. Also ich hätte, mir fällt eine spontan ein. Ja, dann mach doch. Komm, hau raus. Wo wir vorhin schon beim Thema waren, mit dem Zuschauerausschluss beziehungsweise mit oder ohne Zuschauer, bei hessenschau.de habe ich gute Kommentare gelesen, in der Sportabteilung natürlich. Da gibt es sowohl einen Kommentar zu Pro-Zuschauer als auch Kontra-Zuschauer und ich fand das da relativ gut gemacht. Da waren auch einige Argumente, wie gesagt, Pro und Kontra aufgelistet und hat mir ganz gut gefallen. Also ich konnte mich in beiden Argumenten, wie gesagt, gut wiederfinden. Und wer sich da vielleicht ein bisschen einlesen will oder versuchen will, zumindest eine Meinung zu bilden,
fand ich da einen ganz guten Überblick. Cool. Mhm. Sehr gut. Ich suche die mal gerade raus und kann dir auch einen Link schicken, wenn du magst. Ja, ich habe sie schon gefunden. Okay. Ja, aber guter Tipp im Endeffekt. Das zeigt ja wieder, dass wir auch alle nicht das Patentrezept dafür haben, aber allein, dass darüber diskutiert wird, da gibt es ein Pro und Contra und die eine Seite findet sich vielleicht da wieder, die andere da, aber wenn man nur hört und auch die Gegenseite, die Argumente der Gegenseite dann mitbekommt, dann ist ja auch schon mal viel gewonnen. Ne? Und das ist ja auch das Wichtige, was ein demokratisches System mit Diskursmöglichkeiten ausmacht, dass jeder seine Meinung haben kann und sie äußern kann, sofern er das auf eine sinnvolle Art und Weise tut und man sich dann weiterentwickeln kann, was die Wahrheit und die Meinung angeht. Ja? So, die Frage ist halt immer, wie der Ton dazu aussieht. Ja. Gut, wenn wir schon bei dem Thema so ein Stück weit sind, habe ich noch eine Empfehlung oder zwei Empfehlungen zusammenhängenderweise. Ich hätte es tatsächlich doppelt. Ja, jetzt höre ich mich auch. Ja. Warum? Echo. Jetzt wieder besser. Ja, jetzt ist prima. Warum auch immer jetzt hier ein Echo drin war. Das ist natürlich, das muss so sein, das ist ein Feature, kein Bug. Genau, wir haben das Thema Corona jetzt ja heute schon rauf und runter diskutiert. Und eine Empfehlung, die ja da von verschiedenen Menschen in der Vergangenheit gemacht wurde, ist ein sogenanntes Kontakttagebuch zu führen, weil, und daher kommen ja diese Grenzwerte, das ja auch so ein Stück weit damit zusammenhängt, wie viele Fälle tatsächlich das Gesundheitsamt noch nachvollziehen kann, um zu gucken, okay, wo hat man vielleicht selbst, wenn man positiv getestet wurde, andere infiziert oder möglicherweise infiziert, aber noch viel wichtiger ist auch rauszukriegen, wo man sich selbst vielleicht infiziert hat und das passiert ja in erster Linie in diesen Cluster-Situationen, also da, wo viele Menschen in gewissen Konstellationen zusammenkommen. Deswegen die Empfehlung, ein Kontakttagebuch zu führen. Und weil ich zwar mit Stift auf Papier schreiben kann, aber ich dann diese Superkraft habe, dass ich nach 20 Minuten nicht mehr lesen kann, was ich da aufgeschrieben habe, ist das für mich immer so eine etwas schwierige Situation. Deswegen habe ich mich mal nach Apps umgeguckt und es gibt tatsächlich eine kostenfreie App für iOS, die heißt auch Kontakttagebuch. Die hat ganz gute Empfehlungen und es gibt auch eine App für Android. Also wenn ihr sowas führen wollt und gerade wenn es wieder in die Richtung Stadion oder wie auch immer geht, öffentlicher Nahverkehr etc., macht das vielleicht Sinn, sich so Dinge mal aufzuschreiben. Die haben im Regelfall auch diese Funktionen, dass man automatisch Dinge, die älter als 14 Tage sind, löschen lassen kann. Also vielleicht einfach mal gucken, die können einen auch abends dran erinnern, dass man sagt so, ey, überleg doch mal, was waren heute so Situationen, wo du sagst, okay, das sind irgendwie vielleicht komische Situationen, viele Menschen ohne Maske, mit Maske drin, draußen. Und dann kann man das eintragen, kann sogar, je nachdem, wie das ist, Kontakte aus seinem Adressbuch direkt hinzufügen, sodass man dann halt auch noch weiß, okay, da war irgendwie die Person und die Person, um dann vielleicht auch frühzeitig Leute zu informieren und zu sagen, ey, bin gerade so ein bisschen am Kränkeln, mach mal ein bisschen langsam die nächsten Tage, einfach vorsorglich. Ja, also wenn euch sowas interessiert und ihr auch, wie ich, zu den Leuten gehört, die nach 20 Minuten ihre Schrift nicht mehr lesen können, sind vielleicht so Apps was für euch. Sehr gut, ja. Ja. Guter Hinweis auf jeden Fall. Yes. Marvin, Dennis, habt ihr noch was für unsere Empfehlung? Ja, so, also ich kann euch, wenn ihr euch ein bisschen ablenken wollt, auf jeden Fall empfehlen, den neuen Borat zu schauen. Ja. Wow. Also Borat 2 ist jetzt bei Amazon Prime. Habe ich viel Gutes drüber gehört. Ist der tatsächlich so gut? Ich fand es sehr lustig. Es ist kompletter Fremdscham. Es ist Bodensatzhumor. Es ist allseits beleidigend, aber du wunderst dich immer wieder, wie Menschen Dinge tun können, die komplett absurd sind. Also wenn Borat beispielsweise Leute dazu verkasemaduckelt, dass sie irgendwie einen Fax für ihn schreiben sollen und dann, wo die wildesten Sachen dann da drauf geschrieben werden und gleichzeitig, also ich kann das gar nicht im Einzelnen beschreiben, ihr müsst es euch anschauen, ich fand es sehr gut. Natürlich haben wir dann die Szene mit Rudy Giuliani, die in vielerlei Hinsicht extrem peinlich ist. In normalen Zeiten hätte Rudy Giuliani spätestens dadurch kein Amt mehr, beziehungsweise keine Meinungs-
Gewalt mehr im öffentlichen Spektrum. 2020 ist alles anders, das wissen wir, da ist verpufft auch sowas. Spätestens seit der Trump-Ära scheint das mittlerweile sowieso alles egal zu sein. Aber es zeigt einmal mehr, was für ein absurder Typ der geworden ist, wenn wir uns ja daran erinnern, dass 9-11, da war er noch einer der Bürger, der war ja der Bürgermeister damals, und da war er noch in einem ganz anderen Licht. Also ihm haben sie auch, keine Ahnung, sämtliche Gehirnzellen weggeschossen. Also sehr, sehr peinlich für ihn, für uns ungemein humorig. Es ist wirklich sehr, sehr fremdschammäßig, aber schaut euch das an. Es lohnt sich. Okay. Klingt nicht schlecht, Marvin. Sehr schön. Gibt's auf Amazon Prime, hast du gesagt, ne? Genau. Es, ja, zeigt genau. Natürlich, es zeigt natürlich, was auch für ein Verwandlungskünstler Sacha Baron Cohen ist. Sacha Baron Cohen wirklich auch ein, das muss man wirklich mal sagen, ein ganz großer Künstler. Ja, man muss ja nicht alles gut finden, was er gemacht hat, ne? Aber erinnern wir uns an Ali G, wie krass das war. Auch großartig. Da eine eigene Interpretation gesetzt und immer wieder in kleineren Rollen. Auch total geil, wie unfassbar überzeichnet. Er kommt ja, glaube ich, aus Kasachstan, Borat, und da wird den Kasachen, was auch nicht stimmt natürlich, aber da wird den Kasachen ein sehr großes antisemitisches Bild angeheftet, will ich meinen, und er geht dann in eine Synagoge mit allen überzeichneten antisemitischen Vorurteilen, geht er dann hin und sieht dann zwei jüdische Frauen, die ihn aber lieb umarmen und auch willkommen heißen, und plötzlich merkt er, okay, das ist halt alles gar nicht so schlimm. Also auch vollkommen komplett überzeichnet, extrem lustig. Er spielt natürlich mit solchen Vorurteilen und sie werden in der Natur dann vielleicht widerlegt oder bei dem ein oder anderen Republikaner halt auch nicht widerlegt, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und das Gute ist, dass er die Kunst anbietet und aber im Endeffekt die Protagonisten halt selber sprechen lässt, ne? Weil jeder dieser Protagonisten, die sich da wirklich, ja, in die Nesseln sitzen, hätte jeder die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist aber inappropriate, ne? Also das ist, also was ist jetzt mit dir los? Okay, dann machen wir das jetzt einfach so. Also es ist wirklich krass und zeigt einmal mehr, dass vieles verloren ist, aber das ist halt auch 2020. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Unterhaltungstipp, wenn man mal am Wochenende vielleicht irgendwas ohne groß drüber nachdenken zu müssen schauen will. Aber wir brauchen auch geistige Playlist hatte ich auch schon, Marvin. Sehr gut, jetzt bin ich richtig heiß drauf. Ja. Sehr gut. Wochenende gerettet. Hast du denn noch eine Empfehlung, Dennis? Eine Empfehlung nicht, einen kleinen Umwelttipp. Umwelttipp. Wir brauchen den Jingle und wir müssen ein Kapitel setzen. Da kommt das Kapitel und da kommt der Jingle. Ich kenne da diesen Typen aus Frankfurt am Main. Sie nennen ihn den Dude, die SGE, sein Verein. Er hat einen Megatipp, wie ihr die Umwelt schont. Hört nun zu und ihr werdet belohnt. Ey, dann schnallt euch jetzt an, denn der Dennis ist da. Jetzt folgen Umwelttipps, Hip-Hop, hurra. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Einfach genial, ja. Der Umwelttipp war mir eigentlich vollkommen egal. Ich brauchte nur einen Grund, diesen Jingle zu spielen. Du brauchtest mal wieder einen Grund, das Jingle zu spielen. Der ist so großartig geworden. Ja, das ist wirklich sehr gut. Vielleicht machen wir da mal irgendwann so eine, wie hießen die, Maxi-CD davon. Oh Gott, wow. Ja. Respekt. Viele Grüße, saugeile. Vielen Dank auch nochmal dafür. Komm, hau den Tipp raus. Nein, das ist wirklich stark. Genau, wir hatten ja beim letzten Umwelttipp schon gelernt, schwarze oder tiefdunkelblaue Verpackung auf jeden Fall weglassen, aussortieren und alles ist gut. Im Gedächtnis geblieben, muss ich dazu sagen. Ich schäme mich tatsächlich jeden Morgen so ein bisschen, wenn ich mein schwarzes Duschgel zur Hand nehme. Hält nicht lange an, aber ich erinnere mich jeden Morgen wieder dran. Ja, das ist schön. Also die Männerhygieneartikel, da sind wir leider natürlich auch etwas benachteiligt. Wir haben tatsächlich teilweise nicht so die Auswahl, aber gut, vielleicht funktioniert es an der einen oder anderen Stelle, darauf zu verzichten. Wie gesagt, alles ist gut, habe ich gerade gesagt. Das ist es natürlich nicht. Auch Sachen, die nicht, schwarz oder dunkelblau sind, in den Verpackungsseiten können problematisch sein. Hier einfach mal ein Beispiel.
Wir kennen alle diese glänzenden, durchsichtigen Plastikschälchen, die wir, die umranden dann Weintrauben oder wo Sushi reingepackt ist, irgendwelche Salate und so weiter und so fort. Du meinst diese Dinger, wo dann so Obstgeschichten drin sind? Zum Beispiel, ja, genau. Oder auch teilweise Fleisch noch mit eingepackt ist. Hier ist immer das Problem, ja, okay. Das ist dieses typische Kunststoff-Tiefzieh-PET. Und das ist hier wirklich ein Problem, was vielen Leuten nicht bewusst ist, dass das anders als dieses aus den klassischen, wie wir unsere Getränkeflaschen und so weiter, das PET haben, kann dieses Material eben nicht recycelt werden oder nur sehr, sehr schlecht, weil eben neben diesem normalen PET, was wir in den Getränkeflaschen haben und so weiter, noch weitere Zusatzstoffe zugegeben sind, die das Aroma dicht machen, die verschiedene Sachen eben noch zugemischt haben und dadurch eben nicht recycelt werden können. Und genau diese Stoffe, die dazugesetzt werden, verhindern eben das Recycling im Nachgang, heißt Verbrennung. Alles geht wieder in die Verbrennung, weil einfach nicht recycelt werden kann anders. Deshalb mal schauen, ob mich eine Alternative, es gibt ein paar Alternativen dazu, unter anderem das sogenannte Polypropylen, also ist dann PP unten auf der Schale, sehr schwer zu unterscheiden, weil die Schale an sich einfach weniger glänzend ist. Eine klare, glänzende Schale ist meistens aus dem klassischen Tiefzieh-PET und das andere wäre PP, sozusagen Polypropylen. Also vielleicht mal nach nicht ganz so glänzenden Schalen, weil spielt doch keine Rolle. Und dieses Material ist meistens nicht durch diese Zusätze nochmal verunreinigt und kann somit besser sozusagen recycelt werden. Das heißt, lieber PP als PET. Steht unten drauf auf den Verpackungen, wenn ihr die mal umdreht zu Hause, nehmt sie mal in die Hand, dann ist meistens so dieses Dreieck mit den mit diesen Pfeilen und da steht dann innen drin entweder PP, PET, halt welches Plastik da eigentlich zur Verwendung gekommen ist. Das ist dieser sogenannte Recycling-Code. Einfach mal draufschauen, also merken, PP ist schon mal besser als PET. Im Idealfall kauft ihr es sowieso komplett offen oder in einer Papiertüte oder wie auch immer, dann habt ihr alles richtig gemacht. Das ist schon mal der erste Teil des Tipps. Der zweite Teil des Tipps ist, lasst euch nicht blenden von irgendwelchen komischen Siegeln, beispielsweise Bioplastik. Bioplastik ist eine tolle Sache an sich, vom Gedanken her. Bioplastik ist aber was eigentlich in dem Sinne auch nur die halbe Wahrheit ist, denn die Sachen brauchen auch ewig lange, bis sie wirklich zu Kompost zersetzen würden. Heißt, die müssen im Endeffekt im normalen Kompost oder in der normalen Biotonne, wenn die auch wieder ausgesondert gehen als Sortierrest sozusagen in eine Müllverbrennung, heißt, ihr habt nichts Gutes getan, sondern es ist im Endeffekt auch wieder was gewesen. Auch dieses Bioplastik, lieber drauf verzichten, es bringt eigentlich nichts, es ist meistens etwas teurer, es hat keinen Vorteil eigentlich zum anderen Plastik. Der einzige Nachteil ist, dass es sogar in diesen klassischen, du wirfst in den gelben Sack und denkst, oh, jetzt wird es ja hoffentlich dann raussortiert, weil ich habe ja Bioplastik verwendet und das wird dann vielleicht besser recycelt. Nein, da geht es tatsächlich als Sortierrest in die Verbrennung. Also lieber rein Plastik nehmen, was auch gut sich sortieren lässt, was wir eben oben gesagt haben, was dann nicht noch durch irgendwelche Zusätze verunreinigt ist, weil das kann tatsächlich dann nochmal vielleicht einen weiteren Lebenszyklus erleben und geht nicht in die, Sortierrestproduktion heißt Verbrennung und wir haben gar nichts gewonnen. So viel erstmal hier zu diesem Umwelttipp. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel unterschiedliche Faktoren. Eigentlich ist es relativ einfach zu merken. Schaut mal wirklich auch mal die Verpackung an. Wenn die zu glänzend sind, ist es meistens leider dieses Tiefzieh-PET. Wenn sie etwas matter sind, ist es PP. Hoffentlich dann ohne Zusatzstoffe und dadurch etwas besser zu recyceln. Ich musste, als du angefangen hast, das zu erklären, als erstes an diese, was man ja jetzt oftmals in so Supermärkten sieht, so geschälte Mandarinen oder irgendwas, die dann in so einzelnen Schalen verpackt sind. Wahrscheinlich ist es dann genau dieses Zeug, das heißt, du hast eigentlich doppelten Unsinn gemacht. Das weiß ich jetzt gar nicht, was du da meinst. Das habe ich so gar nicht so noch nicht gesehen. Hast du das noch nicht gesehen? Es gibt doch für die faulen Menschen gibt es doch schon geschälte Mandarinen, die dann wieder in so Plastikschalen verpackt werden. Ach du je. Das heißt, das ist eindeutig dann sowas. Eine Schale nimmst du weg und packst das Ding in irgendeine Kunststoffschale für den bequemen Menschen, der irgendwie das ist dann richtiger Dreck.
Genau, weil das muss aromadicht, da müssen die Stoffe so eingemischt werden, dass es meistens wirklich mit verschiedenen Stoffen zersetztes Plastik einfach um den, ja, sozusagen den, diese normalen schädlichen Stoff in Anführungszeichen, weil so eine Frucht einfach dann ein bisschen nicht mehr so schön aussieht und so weiter, um das abzuhalten, wird das dann nochmal mit komischen Stoffen zersetzt, ja, und genau, das ist auf keinen Fall recycelbar. Ja, ja, großartig. Also wenn ihr sowas seht, Finger davon lassen, aber ganz schnell. Dennis, vielen Dank. Ich habe wieder viel gelernt. Ja. Das ist echt krass. Das freut mich, das freut mich. Ich auch. Hervorragend. Dann schließen wir doch diese Sendung mit einem wunderbaren Umwelttipp ab. Dann hatte diese Sendung tatsächlich alles. Wir haben über Conora gesprochen, über Kassel. Marvin und ich konnten uns so ein bisschen betteln, wer welche Worte wie oft wiederholt. Wir haben über Bremen gesprochen und zum Ende gab es jetzt neben Empfehlungen noch einen wunderbaren Umwelttipp. Also wenn diese Folge jetzt nicht irgendwie alles hatte, was euer Herz braucht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wir entlassen euch hiermit in diese wunderschöne Restwoche. Genießt am Wochenende das Fußball, die Fußballspiele, schaut die Eintracht, schaut andere Fußballspiele. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise. Dann am Dienstag wieder, vielleicht mit Alex und hoffentlich wieder mit Basti. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Macht's gut. Tschö.